Bei uns ist der Patrick Penz. Und ja, Penz, ich würde dich erst einmal um dein Statement zum Spiel bitten, bevor wir zu euren Fragen kommen. Ja, schwierig. Also so kurz nach dem Spiel tue ich mir da eigentlich immer schwer, wenn ich bei Interviews stehe oder sitze. Dem VRM. Ja, ich glaube, wir haben es im LASK richtig schwer gemacht über, sage jetzt mal, 70 Minuten, glaube ich. Dann haben wir nur mehr verteidigt, was natürlich auch dann nicht so einfach ist gegen einen LASK, die, weil wir sehr gute Spielanlage haben und ja, zu Recht da oben sind in der Tabelle. Und ja, haben dann einfach verteidigt und das, was dann einfach am Schluss passiert, ist eigentlich wieder Pech, dass wir einen Elfer gegen uns kriegen. Und dann, glaube ich, sind wir endlich einmal belohnt worden für den Aufwand, den wir da über 90 Minuten betreiben. Benzi, vielleicht eine Anschlussfrage, wie hast du die ganze Elfmetersituation aus deiner Warte erlebt? Ich weiß nicht, also ich habe das Foul jetzt nicht genau gesehen. Ich konzentriere mich da auf andere Sachen, schaue den Ball nach. Weiß ich nicht, ob es ein Elfer war, aber ja, danach ist es halt gar nichts eigentlich. Da denkt man nicht viel nach im Kopf. Man probiert den Spieler ein bisschen zu verunsichern und ja, das ist halt dann passiert. Okay, kommen zu euren Fragen. Bitte. Ja, also bei Elfmetern fühle ich mich eigentlich nie so unwohl. Habe ich mich beim WRC auch schon nicht so unwohl gefühlt, war mir da eigentlich auch ziemlich sicher. Der war aber dann echt nicht gut geschossen beim WRC, dass er wieder schwierig war. Und heute war er ein bisschen angenehmer, weil er halt ja, eigentlich eine super Höhe gehabt hat. Ich bin nicht so hoch weggesprungen wie beim WRC, aber ja, ich muss mir das Foul noch anschauen, weil gegen den WRC war es ja wirklich kritisch. Aber ja, sage jetzt einmal, mit dem Punkt können wir auf jeden Fall gut leben, aufgrund der Schlussphase. Ja. Ja, mit Alex besprechen wir schon immer die ganzen Standardschützen und ja, Elfmeterschützen und das Ganze halt, aber näher würde ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Du, der Punkt, ich meine, er hilft dich nicht viel weiter, ist aber wahrscheinlich für die Moral ganz wichtig. Also, dass du mit einem mittleren positiven Erfolg so nicht in die Pause gehst. Ja, absolut. Ich glaube, eben genau das, was ich gesagt habe, dass wir einfach einmal für unseren Aufwand belohnt werden. Weil wir sonst halt eigentlich immer dann gegen Ende hin auch nicht drüber gekriegt haben oder ja, vielleicht noch einen Sieg hergeben haben, sowas in die Richtung. Und jetzt haben wir einfach einmal ein bisschen belohnt worden. Natürlich hätten wir alle gerne einen positiven Saisonabschluss gehabt jetzt oder Jahresabschluss. Aber ja, aufgrund des Spielverlaufs müssen wir wirklich damit leben. Stefan. Ja, natürlich. Also wir haben jetzt nicht probiert, nur zu verteidigen. Wir wollten natürlich auch nach vorn spielen, aber das ist halt nochmal nicht so leicht, sage ich jetzt, wenn man drei solche Laternen hinten drin hat wie der LASK. Ja, wir haben alles probiert. Die Stürmer haben sich super eingehaut, jeder hat sich super eingehaut und ja, man hat dann gesehen, dass wir auf jeden Fall nur an unserer Fitness arbeiten müssen, weil über 90 Minuten marschieren, das muss unser Ziel sein. Ja, ich weiß auch nicht. Also. Ist eine Gehirnerschütterung? Ist auf jeden Fall eine Gehirnerschütterung? Ja, genau. Genau. Ja, das war's. Ja, ich glaube, das, also, weiß ich auch nicht, aber das ist. Ja, Stürmer würde ich da halt nicht mehr hingehen, weil ich glaube, ich werde das jedes Mal wieder so machen. Ich werde meinen Auswurf durchziehen und. Wenn er eine rennt, dann rennt er halt eine. Gibt es noch Fragen? Nein? Ebenfalls. Dankeschön. Ciao.